Hallo, ich bin die Katharina und ich bin bei der Bundeswehr. Projekt. Ja, also das ist meine erste Tätowierung, mein erstes großes Projekt und dann direkt der Rücken. Die Idee kommt von meinen Hobbys, also ich mag gerne Anime bzw. Manga und die japanische Kultur im Allgemeinen. Und dann dachte ich mir, so was Japanisches, Neotraditionelles, Inspiriertes ist ganz gut. Blackwork und Farben wollte ich nicht da drin haben. Also in Bayern in der Polizei ist es, glaube ich, so, dass man sogar gar keine Tattoos haben darf. Ich bin mir da nicht sicher, aber bei der Bundeswehr ist das nicht so. Also wie gesagt, viele meiner Kameraden sind großflächig tätowiert. Viele haben auch hier am Nacken Tattoos oder am Nacken oder an den Händen. Also auch Tattoos, die sichtbar sind, selbst wenn man Uniform anhat. Allerdings bei öffentlichen Veranstaltungen müssen die dann überdeckt werden. Also zum Beispiel Nacken muss abgeklebt werden oder überschminkt werden. Und im Allgemeinen sollte man bei öffentlichen Veranstaltungen, wo Fernsehen oder halt Medien dabei sind, keine sichtbaren Tattoos an seinem Körper tragen. Also ein Zusammenhang ist natürlich da. Also wenn man Bundeswehr sich vorstellt, dann denkt man vielleicht an den großen, breiten, tätowierten Soldaten. Groß und breit bin ich jetzt nicht, aber tätowiert schon. Nein, also viele in meinem Arbeitsumfeld haben Tattoos, sei es an Schultern, Rücken, Beine. Viele sind auf dem ganzen Körper tätowiert und es ist jetzt nicht ausschließlich die Bundeswehr, die da meinen Entschluss gefestigt hat. Ich habe auch schon vor der Bundeswehr überlegt, mir meinen Körper zu bemalen, aber das hat auf jeden Fall einen Teil, also es war ein Teil, der zu meiner Entscheidung beigetragen hat. Einerseits ist es ein Motiv für mich, aber andererseits mag ich Katzen auch sehr gerne. Also ob es jetzt kleine Katzen sind, mittelgroße Katzen, große Katzen und vor allen Dingen der Tiger, der begeistert mich. Also den gibt es ja auf sehr viel oder auf dem größtenteils im asiatischen Subkontinent. Und der Tiger strahlt so Größe, Stärke, Selbstbewusstsein aus. Das ist ein Einzelgänger und das hat mich schon immer sehr begeistert. Es ist eins meiner Lieblingstiere auf jeden Fall. Bis jetzt hatte ich 4 Sessions, übrig sind jetzt noch 2 und dann sollte ich fertig sein. Eine Session wird noch der Hintergrund werden und dann eine Session noch für die ganzen Details zum Ausbessern, dann bin ich hoffentlich fertig. Die Stelle, die am schmerzhaftesten war für mich, war hier fast an der Achselhöhle. Das war sehr schmerzhaft, weil da die Haut sehr dünn ist. An sich finde ich, tätowieren oder tätowiert werden ist immer mit einem gewissen Grad an Schmerz verbunden. Am Anfang hält sich es noch in Grenzen und dann, je länger man natürlich auf dieser Liege liegt, desto größer wird der Schmerz. Aber das ist meiner Meinung nach ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Nee, also das war kein bestimmter Anime etc. Das war ein Foto von einer traditionellen japanischen Zeichnung eines Tigers, also leicht stilisiert. Und genau, dann hat David da noch ein bisschen Elemente von einem Drachen mit reingebracht, zum Beispiel die Hörner oder die Augen, da werden wahrscheinlich noch Schlitze als Pupille reinkommen.